Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich von einer Box, die hier eingetrudelt ist und ich hatte sie schon wieder fast vergessen, denn ich habe sie vor fast 2 Monaten bestellt. Und zwar rede ich von der Beauty.at Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Beauty.at Box habe ich auf www.beauty.at bestellt und das ist ein Online-Shop irgendwie und irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwer von euch hatte mir das auf Instagram geschickt. Dann habe ich das auch auf Instagram nochmal geteilt. Ich heiße AiduikP, Claudia rückwärts und ein P dahinter und ja. Dann habe ich mir die halt bestellt und ich habe es wieder volle Elle vergessen. 34,90 Euro hat das Schätzelein gekostet und da sollen Produkte im Warenwert von 210 Euro drin sein. Ich bin wirklich gespannt, was hier dann drin sein wird. Ich hatte wirklich vergessen, dass ich die bestellt habe. Die kam hier an, schön eingepackt, außen drum zu war so ein Butterbrotspapier und ja, ich habe mir... Wusste ich überhaupt nichts erst mit anzufangen. Aber dann habe ich nochmal auf www.beauty.at geguckt und dann kam mir die Homepage schon bekannt vor. Ich weiß nicht, wie häufig die solche Boxen rausbringen. Das ist jetzt diese Xmas-Box quasi. Und am 15.10. war irgendwie Vorverkauf oder sowas. Oder da wurde die halt verkauft und die haben auch geschrieben, dass sie das im Dezember verschicken. Wir haben es jetzt heute den 29.11. Gestern am 28.11. ist die Box eingetrudelt. Jo, ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, ne? Genau. Tada, so sieht die Geschichte aus. Wir haben ein Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen ist und hier oben ist ein Brief drin. Da sind die einzelnen Produkte nochmal drin beschrieben. Das hatte ich nämlich tatsächlich auch gestern schon mal geguckt, weil, wie gesagt, ich war ein bisschen verwirrt. Und dann mache ich mal den Klebi auf. Und dann haben wir wirklich eine prall gefüllte Box, die uns hier erwartet, ne? Ich bin gespannt, was da dran ist. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Homepage stand. Weißt du, wenn das so lange her ist, dass du dir sowas bestellt hast und dann kommt die irgendwann mal an, dann weißt du das nicht mehr. Okay, wir haben als erstes hier etwas von Bloom. Bloom ist mir auch schon öfters mal in Beautyboxen über den Weg gelaufen. Das sind eigentlich so Nahrungsergänzungsmittel, die die Schönheit des Menschen irgendwie wieder machen sollen. Schade, dass es zugetackert ist, weil sonst könnte man das noch super weiterverwenden. Ach Gott, nee, so schlimm ist das nicht. Habe ich gelöst. Da sind einige Sachets jetzt hier drin. Okay, Sachets ist mir jetzt aber auch neu. Ach was, das sind Gesichtsmasken. Und da sind nicht nur 2 drin, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die haben einfach mal 7 Gesichtsmasken hier reingepackt. Ein Traum. Das ist vegan, pflanzlich, natürlich, Spa, geprüfte Qualität, nachhaltige Herstellung, Superfood und Made in Germany. Okay, und das ist alles mit dem Super-Antioxidant. Wie heißt das? Lycopin. Sagt mir gar nichts. Okay. Ich finde es ziemlich hardcore, dass sie da 7 Stück einfach mal von reinpacken, ne? Witzig. Die antioxidative Anti-Aging-Maske mit Lycopin zeigt einen sofortigen Hydratisierungseffekt. Oh, das ist schön, das kann ich gebrauchen. So kann sich die Haut revitalisieren und Trockenheitswäldchen verschwinden. Über Nacht. Die antioxidativen und regenerierenden Inhaltsstoffe Granatapfel, Weizenkeimöl und Lycopin aus der Tomate werden wie ein Schwamm von ihrer Haut aufgesogen, hier scharf. Du machst es vor dem Schlafengehen drauf und lässt sie dann einwirken. Dann entfernst du die Rückstände mit einem trockenen Wattepad, spülst es nicht ab und morgens kannst du dann ganz normal dein Gesicht waschen. Finde ich spektakulär, ne? Echt cool. Okay, und in einem so einem Sachet haben wir jetzt 8 Milliliter drin und ja, das heißt, es sind 56 Milliliter, ne? So, 7 mal 8, Kopf rechnen, setzen 6. Doch, das müsste eigentlich hinhauen, ne? Ja. Mathe LK war voll mein Ding, Leute. Okay, und dann kommen wir zum nächsten. Und zwar habe ich hier etwas von Herr Doktor. Exklusiv bei allen Beauty Aliens Parfümerien in Österreich. Okay, ich komme jetzt nicht aus Österreich, aber ich weiß, ich habe österreichische Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, das ist, ich glaube, einfach nur so ein Heftchen. Das ist das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Nee, das ist einfach nur ein Herr Doktor Heftchen Werbung Info. Haben wir hier was von Herr Doktor drin? Bestimmt. Mal gucken. Ja, achso, ich wollte das so hübsch drapieren im Hintergrund, oder? Das ist... Tada. Okay, Werbung muss ich nicht drapieren. Wir haben hier von... Oh. Die Farbe, ne? So Addicted oder so? Ich weiß nicht. Da ist auch irgendwie ein Code mit bei. Ei, ist das hübsch. Aber das ist ein Lippi, ne? Oh, das ist mit einem Schleifchen.
Für deinen Einkauf So Addicted Global Webshop. Aha. Oh, sowas finde ich wunderschön. Ja, das ist jetzt nicht so die Farbe, die man so im Alltag trägt, glaube ich, aber das ist eine schöne Farbe. Oh, das ist jetzt blöd festgeklebt. Ice Skin New York. Lip Addict Voluptuous Lip Plumper. Damit kannst du deine Lippen aufplumpen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier drüber jetzt gut aussehen würde. Ich glaube eher weniger, deswegen swatche ich den einfach nur mal auf der Hand. Riecht, das ist bestimmt Minze oder sowas. Boah, das riecht nach Kaugummi. Ich will da reinbeißen. Boah, das riecht mega gut. Ich mag Lip Plumper, ne? Übrigens, sorry, ich habe hier noch einen Swatch vom Unboxing von eben. Falls euch das irritieren sollte, gucken wir einfach nicht drauf. Ja, das ist halt ein ganz schierer. Halt ein Lipgloss, ne? Du siehst diese Schimmerpartikel nicht so mega intensiv. Und durch diesen Minzeffekt sollen halt so ein bisschen deine Lippen optisch ein bisschen aufgeplumpt werden. Ich meine, ne, ob das wirklich so ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall der Fall, gute Beschreibung, dass bei solchen Produkten, ach, bei Lipgloss allgemein, das ist ja so, ne, dass deine Lippen optisch geplumpt werden. Diese Klebeviecher nerven mich ein bisschen, werde ich nachher entfernen. Ich bin ein kleiner Monk, ich kann das überhaupt nicht haben, wenn an meinen Produkten irgendwelche Klebereste dran sind. Aber nein, das ist ein Claudi-Problem und kein Allgemeinheitsproblem. Genau, süß finde ich echt dieses Schleifchen. Ne? Da hat sich jemand hingesetzt und ein Schleifchen gefunden. Das finde ich toll. Herr Doktor, Two-Faced Thermoconditioner 50 ml. Hatten wir jetzt auch schon in dem ein oder anderen Adventskalender. Stinkt ein bisschen, aber Leute, ich finde, das ist ein super gutes Produkt, denn ich benutze das halt nach, also wenn ich habe da schon ein paar von aufgebraucht, ne? Ich benutze das nach dem Duschen, wenn ich dann halt noch nasse Haare habe und so und sprühe mir das einfach so in die Längen rein und komme dann einfach durch meine Haare viel, viel besser durch. Das ist so angenehm. Gleichzeitig hat das wohl noch irgendwie einen Hitzeschutz drin, genau. Und ich föhne meine Haare ja eigentlich nur morgens, also abends dusche ich und lasse es dann über Nacht trocknen und morgens föhne ich mir dann die Haare. Mittlerweile ist es schon so kalt, dass ich mir doch überlege, vielleicht doch auch schon abends meine Haare zu föhnen. Aber dann werden die halt nicht mehr so schön glänzend aussehen. Ne? Das ist halt wirklich eine Sache, wie man halt seine Haare so pflegt. Und bei mir, ich kann euch hier oben in meine Haarpflegeroutine verlinken, ist es wirklich so, je weniger ich föhne, desto besser sehen die einfach aus. Ne? Deswegen. Aber das ist ein sehr, sehr gutes Produkt, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Hier. Also, oh, buff. Gut. Weiterhin richtig viele Produkte hier drin und ich greife hier einfach mal so ein Vieh raus. Das sieht mir nach einem Handtuch aus. Das war gerade sowas von Reime-Monster-mäßig wird rausgehauen hier. Ja, das ist, glaube ich, einfach so ein Gesichtshandtuch, ne? Sowas ist ganz schön. Werde ich dann als Gästehandtuch bei uns aufhängen, weil auch da bin ich Monk, ja, tatsächlich. Das passt überhaupt nicht in unser Badezimmer, denn wir haben so ein blaues, also wir haben. Unser Badezimmer ist nicht blau, also zu den Fliesen wird super passen, aber wir haben eine blau-weiße Deko quasi und so grau, also grau und blau sind unsere Handtücher, so, also hellblau, also Claudia redet sich um den heißen Brei. Das ist von Framsohn oder Framsohn von 1908, also das Handtuch nicht, aber die Marke. 100% Baumwolle kannst du sogar kochen bei 95 Grad, läuft. Ja, ist ein Handtuch, ne? Fühlt sich schön an, kann man gebrauchen. Ne? Jo. So. Ei, Girlin. Jetzt habe ich gerade erst meinen Parfum-Adventskalender abgedreht. Hier oben ist das Video, den ich aktuell verlose. Ich glaube, der ist heute online. Nein, gestern. Also ist heute, wenn ich das Video drehe, online gegangen, am 29.11. Naja, auf jeden Fall. Aqua Allegoria, Mandarine Basilik, also mit Mandarine und Basilikum. Ist das 7,5 Milliliter von einem Parfum und das ist Eau de Toilette. Aber ich kann ja noch fürs nächste Jahr sammeln. Ei, ist das schön. Ich glaube, ich sammle tatsächlich auch noch mal für nächstes Jahr. Ne? Ich glaube, da mache ich auch noch mal einen Parfümproben-Adventskalender oder Parfümminiaturen-Adventskalender. Oder vielleicht mache ich das auch noch, dass ich zu Weihnachten eine Verlosung raushaue als Weihnachtsgeschenk quasi mit Parfümminiaturen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Genau. Deswegen, ich werde nicht drin schnuppern. Ich habe euch die Duftnoten mal eingeblendet. Aber ich mag, also ich persönlich, ne, mag solche Mini-Flakons nicht wirklich. Ich möchte immer irgendwas sprühen. Ich mag das nicht, wenn ich das rollen muss oder wenn ich das so rausnehmen muss. Genau. Und ich sammle sowas halt nicht. Und ich weiß, Menschen sammeln sowas. Und was wäre blöd, wenn ich sowas einfach dann behalte und es nicht verwende. Und andere Leute würden sich mega drüber freuen. Dann mache ich da lieber, dass ich das sammle und eine Verlosung draus mache. Ne? So, hier habe ich 15 ml von dem Calvin Klein One.
Okay, das sieht ganz nice aus. Ich glaube, ich hatte das Calvin Klein noch nie. Ist es Calvin Klein One Woman oder ist es das Calvin Klein One Man? Ich glaube, das ist ein Frauenvieh hier, ne? Das weiß ich nicht. Nee, das ist aber auch gar nicht zum Sprühen. Das kommt auch dann in die Verlosung mit rein, ne? Ich glaube, das ist für die Frau. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber ey, ganz im Ernst, wenn du so ein 15-Milliliter-Ding hast, finde ich das sehr, sehr schade, dass sie hier halt nicht was zum Sprühen drin haben. Was ist das? Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Sonst hätte ich das tatsächlich auch behalten und verwendet, ne? Schade. Naja, auch das ein Eau de Toilette, auf jeden Fall. Ich muss mir ja die ganze Zeit so vor Augen halten, 34,90 € oder 34,50 € habe ich bezahlt. Aber ich finde schon, dass ich mich hier gut aufgehoben fühle. Ne? Also ich finde die Produkte hier drin schon ganz interessant. Dann haben wir hier nochmal eine Werbung drin, der natürliche Wachmacher Now. Das ist dieses hier. Das hatte ich auch schon mal und da muss ich sagen, ja, das hilft wohl. Ne? Das ist so ein bisschen wie so ein Energy Drink in natürlich und in hier Pastillenform. Mal gucken, vielleicht haben wir hier sowas auch mit drin. Also ich weiß nicht, ob das der Placebo-Effekt war oder ob das halt das war, ne, was halt wirklich funktioniert hat. Weil ich glaube, das ist halt irgendwie rein natürlich oder sowas, keine Ahnung. Also ja, Werbung. So, Clarins habe ich auch den Adventskalender abgedreht. Und dementsprechend habe ich schon das ein oder andere Produkt von dieser Marke. Das hier ist die Wonder Perfect 4D-Mascara in Waterproof. Die gibt dir Volumen, Länge, Schwung und Definition und hier sind 3 Milliliter von drin. Ich mache die jetzt nicht auf, weil ich die dann auch demnächst mal weitergeben werde. Hier sehen wir dann auch, wie das Bürstchen aussieht. Das ist so ein Kunsthaarbürstchen in relativ unspektakulär, aber doch irgendwie schön. Ja, ja, das sind diese Beschreibungen, ne, die man dann irgendwann verrückt. Okay, ja, die ist aber so lila. Mit Blue Lotus so Wachs. Das ist auch hübsch, ne? Ich mag ja Lotusblumen total gerne leiden. Aber das ist halt eine Geschichte, die wird demnächst mal verlost. Oder ich packe heute noch ein paar Adventskalender. Vielleicht kommt die dann noch mit rein. Muss ich gucken. So, eine Mascara. Richtig cool. Und hier haben wir was von Art Deco mit drin. Oh, mega matt. Nee, nix für Claudi. Langanhaltende Lippenfarbe. Ja, sieht alles sehr spektakulär aus. Die Farbe ist 30. Es scheint so ein dunkles Lila zu sein, wenn ich das richtig sehe, ne? Wow. Also schon eine Geschichte, die man ganz nice finden kann. Aber matt ist echt nicht meine Welt, ne? Da bin ich kein Fan von. Ich habe selbst heute so einen Semi-Matten drauf und da nervt es mich schon, dass er drauf ist. Ich mag das lieber, wenn ich irgendwelche Produkte habe, die auch so ein bisschen cremiger sind. Das ist mehr so meine Welt. Matt ist gar nicht meine Welt. Aber auch das wieder ein Claudi-Problem. So, jetzt kommen wir mal zu den Krawum-Produkten, also zu den großen Kloppern. Veleda Nature Cocoon, ach süß, Schauer, verwöhnende Tonka, warm und sanft umhüllend. Das ist ja schön, 200 Milliliter haben wir dann hier drin. Und ja, lass dich fallen und von der Natur zart umarmen. Verwöhne deine Sinne mit dem umhüllenden Duft balsamischer Tonka, süßer Orange und kostbarer Benzoe. Diese Cremedusche mit milden Tensiden auf Basis pflanzlicher Rohstoffe reinigt die Haut sanft, während wertvolles Bio-Sesamöl sie samtig seich pflegt. Ein wohlig warmes Gefühl voller Geborgenheit. Mmh. Ja, süß. Cocoon? Cocoon? Was ist Cocoon? Ist Cocoon das Tier? Das weiß ich gar nicht. Ne? Aber das sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. Tonkabohne ist halt auch so ein Duft, den nicht jeder mag, aber ich finde, das riecht sehr, sehr gut. Limited Edition ist das, scheinbar dieses Jahr. Riecht wirklich gut hier durch. Ist aber hier noch vollkommen zugeschweißt, ne? Dann lasse ich das auch mal zu. So, weiter geht die wilde Reise. Und zwar haben wir hier von Freiöl etwas drin. Irgendwie erinnert mich auch diese Box so ein ganz kleines bisschen an diese Apothekenboxen. Denn da haben wir auch manchmal so solchen Mix drin. Freiöl. Das ist das ganz klassische Pflegeöl, Skincareöl gegen Narben, Dehnungsstreifen und Pigmentflecken für trockene und sensible Haut. Habe ich auch öfters mal verwendet. Finde ich wirklich, wirklich gut. Ich habe es auch verwendet auf meinen Dehnungsstreifen. Also ich habe in den Oberschenkelinnenseiten wachstumsbedingte Streifen halt, die mittlerweile nicht mehr so schlimm sind. Als ich ein junges Mädchen war, war das ganz, ganz furchtbar. Ich konnte keine Hotpants oder so tragen und habe mich im Schwimmbad immer super unwohl gefühlt. Ja, weil ich einfach lila Streifen da hatte, ne? Und dann halt auch ein bisschen deswegen geärgert worden bin und so. Und das fand ich nicht schön. Hätte ich die Möglichkeiten gehabt, die es heutzutage gibt, hätte ich sie genutzt, nämlich einfach eine Shorts anziehen oder so. Aber da habe ich mich echt...
das war eine blöde Zeit, ne? Ja gut, aber mittlerweile sind die verblasst, aber es ist halt immer noch da, weil die Haut ist ja definitiv gerissen. Und also genau, an den Oberschenkelinnenseiten habe ich das, an den Hupis habe ich das auch ein ganz kleines bisschen. Da ist nicht so viel gewachsen, deswegen sind die Streifen nicht so exorbitant. Aber ich habe das mal eine Zeit lang auch verwendet an meinen Dehnungsstreifen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, als würde ich das wirklich pflegen. Das liegt einfach daran, dass man dann die Haut auch einfach pflegt. Und ja, das ist halt auch irgendwo gut bei Narben und bei Dehnungsstreifen, weil Dehnungsstreifen sind ja Narben. Und dadurch wird das Ganze halt irgendwie so ein bisschen noch mit angeebnet und so. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Shorty anziehe oder so, man sieht es halt nicht wirklich, außer ich sehe es halt, ne? Weil ich weiß, was da ist und deswegen sieht man es. Deswegen passe ich auch auf, dass ich da nie braun werde, weil Narben werden halt nicht braun. Und dann sieht man das halt wieder so intensiv, weil die Narben sind dann so hellblass weiß. Und die normale Haut, die dann quasi da drumherum ist oder halt dazwischen dann ja auch, wird dann braun und dann sieht es echt blöd aus. Deswegen, ne? Also ja, solltet ihr irgendwie ein junges Mädchen sein, die so mit sowas zu kämpfen hat oder Probleme damit hat, lasst euch einfach sagen, habt Geduld. Also das ist jetzt vielleicht in dem Moment ein bisschen blöd. Ich kann euch einfach nur mit an die Hand geben. Es geht vorbei, sie verblassen und es ist einfach auch nur Haut, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie, euch ist kein dritter Arm gewachsen oder sowas. Deswegen, das passiert einfach und macht euch da nicht allzu verrückt. Ich habe mich damals leider zu verrückt gemacht und macht es nicht. Müsst ihr nicht. Es ist nur optisch. So, das nur so am Rande. Als hätte ich jetzt quasi mit der Vergangenheits-Claudi gesprochen, ne? Mit der 12-jährigen Vergangenheits-Claudi, die scheißenmäßig am Heulen vom Spiegel steht. Ich habe gerade voll den Backflash, Leute. Egal, auf jeden Fall. Ist das gut? Mensch. Claudi verliert sich mal wieder. 60 Milliliter sind hier enthalten. Und hier haben wir halt dieses Produkt drin. Das gibt es in groß, das gibt es in klein. Kann ich auch wirklich empfehlen, wenn man so schwanger ist. Oder schwanger wird, wie auch immer. Wenn man schwanger ist, dann sollte man vorsorgen, glaube ich, ne? Habe ich von meinen Freundinnen gehört. Mit Jojobaöl, Weizenkeimöl, Sonnenblumenöl, Lavendelöl. Und das ist alles ganz nice. So. Dann habe ich hier noch ein großes Produkt drin. Und das ist sehr interessant. Ein Hanföl. Puffin Beauty. Eine aufbauende Kur zur Reparatur und Stärkung. Mhm. 150 Milliliter. Adore your hair with hemp oil spray treatment. Okay, das ist ja interessant. Das machst du dir dann wahrscheinlich einfach nach der, hier, 1 bis 2 Mal pro Woche auf das trockene Haar sprühen und 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Auch als Overnight-Maske geeignet. Mit lauwarmem Wasser ausspülen, Kopfhaut und Haaransatz bei Bedarf. Zusätzlich mit Scalp Cleansing Foam reinigen. Okay, also mache ich mir das quasi auf die Haare und danach gehe ich duschen. So eine Viertel, halbe Stunde später. Also am besten, weil sowas ist ja, ne, je länger, desto besser. Also wenn du es länger drauf lassen kannst, ist noch cooler. Ich habe das tatsächlich so, dass wenn ich Öl in meine Haare gebe, mache ich das meistens dann auch so an einem Sonntagabend zum Beispiel. Also heute ist Sonntag, das würde ich heute dann einfach mir in die Länge geben. Dann mache ich mir einen Bommel und dann lasse ich das auch alles so drin. Ist jetzt natürlich im Winter ein bisschen schwierig, weil morgens muss ich ja eigentlich föhnen und mit Öl föhnen ist schwierig, aber ne, und dann habe ich das auch montags über Tag auf der Arbeit drauf. Das ist aber nicht schlimm, finde ich, weil wenn ich meinen Bommel habe, dann siehst du da eh nichts von. Naja, aber das finde ich ganz interessant. Finde ich echt cool. Und das ist halt so ein Spray, ne? Würde ich jetzt nicht unbedingt auf den Haaransatz geben, weil sowas halt wirklich sehr stark rückfettend meistens ist, aber das hört sich sehr interessant an. Ja, cool. So. Guter Mix, würde ich mal so sagen, bislang. Also wirklich so aus dekorativer Kosmetik und Pflege und Nahrungsergänzung habe ich hier gleich auch noch mit drin. Okay, Neutrogena Hydro Boost Augencreme Gel finde ich super schön. Mit Hyaluron-Gel-Komplex und pflanzlicher. Hier löste sich gerade etwas. Ich habe nämlich eben so einen Nagellack drüber gemacht, aber da muss ich noch einen Topcoat drüber machen. Egal. Mit Hyaluron-Gel-Komplex und pflanzlicher Trehalose. Okay. Ja, diese Hydro Boost-Reihe von Neutrogena habe ich schon mal ein Stück weit ausprobiert. Da habe ich die, ich glaube, ich hatte die Gesichtscreme und das Serum. Ne? Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ist auch zu einem bezahlbaren Preis einfach in der Drogerie zu bekommen. Genau. Wie viel haben wir hier drin? Weiß ich nicht. 15 Milliliter. Ist eine normale Größe von der Augencreme. Und so schaut das aus. Und ja, hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Ne? Ja. Ja. So halt. Genau. So.
Jetzt kommen wir mal zu dem Now. Genau, da hatte ich ja eben von gesprochen und hier haben wir dann, sind das sogar 7 für den ganzen Tag. Dein natürlicher Wachmacher von Now. Wie gesagt, also ich hatte schon mal 2 davon in der Box drin gehabt, das hat mir ganz gut gefallen. Brain Stimulation und das enthält Eisen und Vitamin B1, B6 und B12. Man muss halt immer gucken, bevor man solche Produkte nimmt. Dass man nicht irgendwo von irgendwas einen Überschuss hat oder sonst irgendwas und sich das dann gibt und dann hat man noch mehr Überschuss. Ne? Das kann halt dann auch echt nicht gut sein. Meine Blutwerte sind soweit in Ordnung, außer Eisen. Da brauche ich halt tatsächlich immer wieder was zusätzlich und ja, und Vitamin D tatsächlich. Das brauche ich auch. Und hier ist Eisen drin und das finde ich klasse. Und bei Eisen musst du halt echt aufpassen, nicht, dass du zu viel Eisen hast und ne, ja, das ist auch nicht gut, weil dann, ich glaube, dann können deine... Weil wenn du zu viel Eisen im Blut hast, ist es ja quasi, als könnte dein Blut rosten, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist ja, also jetzt mal ganz salopp gesagt. Genau, ich habe nämlich jemanden in meinem sehr nahen Familienkreis, der es tatsächlich hat. Und das wäre halt jemand, mit dem ich nicht jetzt unbedingt so ganz normal zum Beispiel das gleiche Essen essen könnte. Das wäre ein bisschen schwierig, weil ich brauche etwas mehr Eisen und die Person braucht etwas weniger Eisen. Und das wäre etwas schwierig. Okay, egal. So auf jeden Fall. Ne? 7 Stück sind da drin, finde ich klasse. Werde ich auch tatsächlich dann verwenden. Und ja. Da ich ja schon mal da welche von gegessen habe, habe ich euch eben schon gesagt, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ja, ne, bei mir ist es gut angekommen. Ich brauche jetzt nicht unbedingt so Nahrungsergänzungsmittel in Beautyboxen drin haben. Wir haben das ja auch sehr, sehr viel mit diesen Haarprodukten. Also ich weiß gar nicht, wie viele Haarprodukte hier schon auf meinem Tisch stehen, die ich dann immer mal wieder zwischendurch snacke. Ne? Es wird dann irgendwann auch ein bisschen viel. Okay, hier habe ich von Baldessarini das Ambre Eau de Toilette Natural Spray. 10 ml sind hier drin. Boah, das ist schon das 3. Parfum. Das finde ich ja cool. Ich muss mir echt mal den Online-Shop angucken, ne? Kenne ich gar nicht. Also, ich habe halt wirklich nur mich da auf dieser Boxenseite hin und her geklickt. Das wird aber wahrscheinlich mehr was holziges, männliches sein, oder? Weil Ambre... Nee, das riecht gut. Ach komm, Claudi, was soll der falsch sein? Ich habe heute kein Parfum drauf. Hä? Und der Sprayer so, nö. Ach so, ich wollte schon sagen, es tropft da nur so runter. Ist einmal gesprüht. Ja, man soll das nicht machen, ich weiß, aber ich mache das. Ich drücke immer meine Arme aufeinander, Leute. Ich sprühe mir das auch in die Haare, da bin ich eiskalt. Bin ein schlechtes Vorbild. Boah, das riecht aber gut. Das riecht nicht so, wie es aussieht, Leute. Das riecht überhaupt nicht so, wie es aussieht. Das riecht nicht holzig. Das riecht sehr weiblich. Vielleicht hat das ein bisschen Sandelholz und Moschus mit drin. Vielleicht. Ich habe euch die Duftnoten auch eingeblendet, aber ich würde es tragen. Es hat auch irgendwie was Fruchtiges. Boah, ich finde, das riecht voll gut. Ich würde es tragen. Wenn es jetzt ein Männerparfum ist, dann ist es natürlich blöd. Ich mache hier mal oben, weil ich ne, hier gespitzt habe, das ein bisschen ab. Aber ich würde es tragen. So, ne? Boah, riecht das gut. Mylein. Das ist cool. Aber Wahnsinn, 3 Parfums hier drin. Jetzt haben wir hier das letzte Produkt, das ist ein Pflegeprodukt, das hatte ich auch schon mal in Boxen mit drin, von Yves Rocher, oder wie mein Papa zu sagen pflegt, Yves Rocher, ich lieb's. Sensitive Chamomile, leichte beruhigende Gesichtspflege mit dem Extrakt der echten Kamille für empfindliche Haut, 50 ml, und das ist halt eine Creme. Und ja. Sensible Haut habe ich, ne? Und sowas können dann halt auch viele einfach verwenden, beziehungsweise empfindliche Haut haben halt auch manche. Und ja, nett. Oh, ich muss immer noch, es war irgendwann mal vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, 16, 17, 18 Jahren oder so, da habe ich halt öfters auch mal bei Yves Rocher bestellt. Und dann habe ich für meinen Papa auch so ein Hammam-Set oder so bestellt. Fand ich irgendwie witzig in der Zeit. Und dann habe ich ihm das halt dann überreicht zu Weihnachten, das ausgepackt. Und dann macht er das noch auf und sagte, Yves Rocher. Mein Papa ist eigentlich ne, sehr international unterwegs, aber ich musste herzhaft lachen und es ist einfach hängen geblieben. Jetzt immer, wenn ich irgendwas von Yves Rocher in der Hand habe, muss ich daran denken. Das ist einfach ein Traum. Hier oben verlinke ich dir den Yves Rocher Adventskalender. Kannst du auch mal reinschauen. Ja, Leute. Was ein Inhalt, oder? 34,90 € bzw. 50, ich habe schon wieder vergessen. Für die geilen Produkte, da kann sich die ein oder andere Box, die monatlich erscheint, doch vielleicht mal eine Schippe bei abschneiden, nein, eine Scheibe bei abschneiden. Fand ich cool, ne? Also ich werde auf jeden Fall dann immer mal wieder gucken, falls es da was gibt. Dann teile ich das auch auf Instagram. Schickt mir das auch gerne, wenn ihr sowas findet, wenn ihr coole Boxen findet oder so, irgendwas, wo ihr sagt, ach Mensch, da würde ich gerne mal sehen, dass Claudi das auspackt.
Ja, meistens lasse ich mich dann von euch verleiten und kaufe das, ne? Aber gut, das war jetzt tatsächlich der Inhalt der Beauty.at-Box. Ich finde es geil. Also wirklich, das Parfüm haut mich gerade volle Elle um. So ein toller Duft. Ist echt geil. Jetzt wird es so langsam ein bisschen schwerer tatsächlich, aber jetzt kommt dann so die Herznote durch. Ist mega geil. Also schöne Box, tolle Geschichte. Bunter Mix, hat mir gut gefallen. Kein Öselkackenkram dabei. Hat mir gut gefallen, ne? Schreib mir gerne deine Meinung dazu unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!